Als derjenige, der hier in Wetzlar für das christlich-jüdische Gespräch aktiv ist, in diesem Jahr begehen wir das 80-jährige Gedenken der Reichspogromnacht. Alleine diese Erinnerung verpflichtet uns heute, wachsam zu sein und allen Anfängen, wie die Vorredner ja schon gesagt haben, zu wehren. Ich spreche auch als Synodalbeauftragter für das christlich-muslimische Gespräch. Hier erfahren wir das, was der jüdische Religionsphilosoph gesagt hat: alles Wirkliche ist Begegnung. Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass hat viel mit Unwissenheit und mit Nichtwissenwollen zu tun. Wenn ich mich aber dem Fremden öffne und ihn einlade und ihn kennenlerne, dann können Islamophobie und viele andere Phobien, mit denen wir uns das Leben schwer machen, verschwinden. Es ist nicht alles leicht im Miteinanderleben, aber im Begegnen, ineinander die Türen öffnen, Gastfreundschaft zu gewähren, erfahren wir, dass der andere Mensch ist und dass er seinen Platz in unserer Mitte hat. Wir gehen auf Ostern zu. Bald wird es auch die Ostermärchen wieder geben, die in den Kirchen begonnen haben. Ostermärchen für den Frieden in einer sehr gewaltbereiten Zeit. Wir glauben daran, an einen Gott, der für alle Menschen Frieden will. Und das Zeichen für uns ist, dass der gewaltsam zu Tod gebracht wurde, wieder aufstand und lebte. Und darum wollen wir uns für das Leben einsetzen, an der Seite all derer in der Gesellschaft, die das auch tun, für ein buntes, gemeinsames Leben gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und alles, was das Leben zerstört.